Ja, wobei das Let's Do Brewery ist und nicht das Beach Party. Ja, das ist aber auch Let's Do. Ja, das ist jetzt Weizen. Es ging ja jetzt gerade um die Weizenballen, ne? Um die Strohballen. Und Strohballen ist ja vom Weizen her normalerweise. Getrocknete Strohballen. Getrockneter Mais, getrocknete Gerste, getrockneter Weizen. Gerste. Okay. Natürlich fehlt mir jetzt für die Gerste noch ein einziger. Natürlich habe ich auch nichts mehr da. Habe ich hier noch? Habe ich schon hier komisch. Maische, der Alkoholtester. Maische. Ah, hier haben wir noch. Okay, getrocknete Gerste. Jetzt probiere ich es mal mit Gerste. Ob ich für Gerste 9? Nee, geht auch nicht. Also Gerste ist es auch nicht. Wie kriegt man getrocknete Stroh? Müssten wir dann beim Wiki nachschauen, ne? Wäre schon interessant. Kann man Strohballen in den Ofen stecken? Strohballen in... ja... Oder nennt Strohballen in das Ding. Warte mal, haben wir hier Weizen in der Nähe? Habe ich da jetzt Weizen drin gehabt irgendwo? Hier ist Weizen. Oh, falsche Richtung. Warte mal. Mach mal schnell einen Strohballen und pack den mal schnell ins Silo. Kann den nicht ins Silo packen. Schade. Geht das hier in den Ofen? Hast du nicht einen Ofenrucksack? Ich wollte jetzt den Strohballen in den Ding packen. Ja doch, natürlich geht's. Silo. Natürlich kann ich es in den Ofen packen. Nee, geht nicht. Oder muss ich den... Nee, das geht auch nicht. Muss ich den vielleicht ins Reifefass packen? Nee, geht auch nicht. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Hätte ja sein können. Muss ich den vielleicht in die Braustation packen? Nee, auch nicht. Oh Mann. Strohballen, getrockneter Strohballen. Strohballentreppe, Strohballenstufen, getrocknete grüner Teeblock, Seetangblock, Strohballen, Let's Do Beach Party. Ja, eben. Aber irgendwie muss man die ja machen können. Oder muss man die draußen verwittern lassen? Hast du schon mal geguckt, ob die Strohballen auf unseren Feldern, die wir mal hingesetzt haben, vielleicht getrocknet sind? Nee, habe ich nicht geguckt. Ist ja gerade bei der Mühle, ich komme auch rüber. Naja, aber da haben wir noch keine gesetzt. Nicht? Haben wir noch keine Strohballen gesetzt? Nee, ich glaube, wir haben schon da schon welche hingekarrt, aber noch nicht gesetzt, glaube ich. Ja, bei der Mühle nicht, glaube ich. Da hast du welche, genau, da, aber drüben haben wir doch, glaube ich, schon welche platziert. Genau, hier stehen, das sind sowieso Haferballen. Okay. Das ist also sowieso was anderes. Ab zur Wassermühle. Das sind welche, aber die schauen noch ziemlich gelb aus. Die sind ziemlich gelb, ja. Die sind ziemlich angepinkelt, der Ofen. Menu. Also gut, das ist es nicht. Das ist Stroh. Was war das gerade bei Create? Hat er ja bei Create was gefunden. Automatisches, geformtes Bauen. Aber da muss man halt erstmal getrocknete Strohballen haben. Getrocknete Strohballis. Oh, was vielleicht auch noch wäre? Moment. Ja, was denn? Das könnte jetzt, das war jetzt noch ein Gedanke, vielleicht wie beim Ton über Tropfstein? Das war jetzt nur ein Gedanke von mir. Ja, so abwegig ist der Gedanke auch gar nicht. Man könnte es mal ausprobieren. Das Haferbein. Ja, ich habe auch gerade Ja, wir müssen dann auf jeden Fall in das Wiki gucken, ne? Ja. Ihr kompostiert immer noch irgendwas. Oder du hast gerade was reingeschmissen. Ja, ich habe gerade was reingeschmissen, ja. Okay. Kann ich nur um Stunden handeln. Aha. Das war jetzt, wie gesagt, nur ein Gedanke. Hast du eigentlich mal den Text hier vorgelesen? Nein, Flaschen und Erde steht hier. Es war einmal unter der Erde fein, ein kleines Land, doch ganz geheim. Was man dort fand, du glaubst es kaum, viele Pflanzen im ganzen Raum. So gehe hin und nimm sie dir,
Denn diese Pflanzen gibt es nur hier. Wachsen sie für die Ewigkeit, doch sei gewarnt, nutze sie gescheit. Von Völlerei niemand etwas hält, so es auch den Pflanzen nicht gefällt. Doofmann. Das hat ja aber jemand ganz... hast du mich gerade Doofmann genannt? Ja, weil du da das außenrum geschrieben hast. Ne? Trockne schneller. Trockne schneller. Ja, wenn du so schön auf dem Stroh rumwippst, dann trocknet das bestimmt nicht schneller, du. Ja, genau so. Mach mich irgendwie ein bisschen wuschig, du. Doof. Oh, Mann. Also gut, ich weiß ja nicht, du. Hm? Ich glaube, das geht nicht. Der trocknet nicht so richtig. Stroh bei. Das ist eine gute Frage. Da müssten wir jetzt googeln. Google. Vielleicht geht's auch erst mit einem neuen Update von dem Mod oder so. Aber du hast doch Google auf dem Kopf. Wegen Google. Oh, nee. Oh Gott. Was? Ich weiß es nicht. Da wird es mit Sicherheit irgendwas geben, wie wir die. Oh, ich hab Hunger. Ach verdammt, natürlich nehme ich mir eine Coffee Berry. Oh, Scheiße. Wenigstens habe ich die Ghost Pepper genommen. Oh, Kukumber. Oh, stimmt. Ich glaube, hier ist ein bisschen Weizen drin, du. Hilfe. Oh, ich glaube, da ist ein bisschen Weizen drin, du. Ich habe ja schon das meiste raus. Den getrockneten Weizen, wo tue ich den jetzt eigentlich hin? Was für ein getrockneter Weizen? Ach, der muss den nüber. Den Beutel, den du mir vorhin gegeben hast. Der muss nüber eigentlich in die Brauerei. Ach so. Aber jetzt ist das schon wurscht. Lauf jetzt extra deswegen rüber. Ja, oder ich sammle das Zeug in den Komposter. Wenn das oder, das weiß ich nicht. Ups, nein, geht nicht. Weißt du Bescheid? Zum Platzieren. Zum Platzieren? Ja, hier. Oh. Bleib halt mal unten. Hä? Wieso hast du auf einmal so viele? Achso, weil ich dir so viele gegeben habe, oder wie? Du hast mir 9 Stück gegeben, ja. Warte mal. Ja, ich warte. Moment. Ich denke... Achso, scheiße, ich hätte meine gehabt. Okay. Ja. Was hatte ich denn wirklich vorher? Ja, ich habe gedacht, vielleicht kann man es aufschneiden mit der Schere. Ach so. Und hat dann den Heuballen, das getrocknete Stroh. Mhm. Das war gerade mein Gedankengang irgendwie. Tja, ich kann nicht verstehen. Ach ja, apropos Stroh, der Strohballen ist noch nicht fertig. Ja, ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Nee, mit der Logik auch nicht, du. Nee, glaube ich auch nicht. Ich muss wirklich mal googeln, ich glaube, das machen wir auch screen. Ja, denke ich auch, wäre besser. So. Oh, schwer dunkel, ich glaube, wir müssen schlafen gehen. Ich glaube, die Tür ist verzaubert. Ich stehe unter Dach, der Rest ist mir egal. Wenn es regnet, dann bleibe ich trocken. Regen, apropos Regen, wir haben schon ewig keinen Regen mehr gehabt, seitdem ich den Tick da umgestellt habe. Du, dass die Flora und Fauna hier überhaupt floriert und faunt. Ja, ist ein bisschen floriert Wunder. Und fauniert. Erdbeeren. 2 Erdberries. Die machen eh nicht wirklich satt. Wir müssen vorher noch Schokolade drum machen, die Erdbeere. Stimmt, das geht auch noch, glaube ich. Ja. Nee, das waren Süßbeeren, die mit Schokolade gedingt sind und ummantelt. Das ist Create. Gucke mal. Ich gucke, wo läuft die denn wieder hin? Der pupst so spät durch Nacht und Wind. Es ist Chess Hellfire. Weiß ich nicht weiter. Oh.
getrockener Weizen. Ja. Ist wenig nicht Hartweizen. Ja, du hast dich doch beschwert, dass hier noch nicht dekoriert ist. Und ich schmeiß halt immer mal wieder was her, wenn ich was finde, was passt. Ja, das finde ich super, du. Hier drin ist zum Beispiel jetzt diese Barrel Filler und. Mhm. Ja. Und ein paar Säcke sind hier, genau. Jo. Und ist sogar noch ein weiterer Jack da. Ich bin ein Jack. Ich weiß noch, wie ich beim letzten Mal da raufgegangen bin und dann hier. Genau. Aber jetzt kriege ich keinen Schaden mehr. Ja. Du nicht, ich schon. Echt? Kriegst du nur Schaden? Mensch, cool. Jetzt. Och. Hä? Wow. Okay, cool. Wenn ich jetzt hier rausspringe, kriege ich normal auch keinen. Ich krieg anderthalb Herzen Schaden. Ja, wobei, ja doch. Kein einziger. Vielleicht muss ich an deiner Pupflasche liegen, du. Nee, ich glaube nicht. Ja, unser Agility-Wert ist jetzt nicht so extrem auseinander. Das sind bloß 2 Level gewesen, glaube ich. Weiß nicht, ob ich da die Pupsflasche schon hatte. Ich höre nicht, du. Oh, das ist doch die Pupsflasche. Das habe ich doch gedacht, du. Hey, schade, ich hatte mich hier die ganze Zeit. Pups hier hoch, Friede, Pups. Pups um dein Leben. Warte, müsste ich jetzt hier? Oh Gott, zu spät. Nochmal. Oh nein. Da kannst du hochklettern. An der Seil. An die Seil. Da komme ich nicht hoch. Ich hier hoch. Oh doch, hab's doch geschafft. Bist du da nicht wirklich... Ja. Warum habe ich eigentlich eine Leiter hingebaut? Keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht, Mensch. Aber ich muss schon wieder essen. Ich nehme mir jetzt... Ich pupse nicht so anstrengend. Muss ja. Mir Bohnen essen. Nee, ich nehme Cheeseburger so. Ja. Ich habe... Irgendwie hätte ich jetzt mal Lust, hier ein bisschen die Landschaft wieder ein bisschen zu machen, weil mir gefällt das bei der Mühle drüben so gut. Und hier ist halt irgendwie so noch so ein bisschen nackig. Das sieht hier irgendwie sehr Vanilla, wie auch immer, generiert. Oder generell... generiert aus, ja. Ja, jetzt nicht komplett, ne? Also wir haben ja schon ein paar Elemente drin, wie jetzt zum Beispiel hier der kleine, na da, die Barrels und dann hier der Holzblock und so weiter und dann ja auch unsere Laternen und... Hier ist ein Holzblock, aber beziehungsweise ein Hackklotz, aber kein Holzscheit oder sonst was. Nein, da war ich noch nicht so weit. Ich habe den halt schnell dahingestellt. Oh. Da habe ich noch keine Holzscheite hingemacht. Hast du gerade zufällig Kiefern in der Tasche? Ich glaube nicht mehr. Ah, da. Ich schau mal schnell. Ja, Kiefer müssen wir sowieso richtig anpflanzen, also das Problem. Kieferstamm, 5 Stück habe ich noch. Okay. Ja, weil man nämlich mit den Kiefern die Dings macht. Ja, ja. Ja, ja, du. Ich habe wieder vergessen, das Ding, du. Mit den Kiefer. Ja. Ich hab's auch vergessen. Aber. Kiefer. Nee, ich wollte das nicht. Ja, wir müssten da mal ein bisschen was machen. Das ist an manchen Stellen wäre es schon. Wäre schon nicht schlecht, wenn es ein bisschen dekoriert wäre, ne? Ja, das ist absolut richtig. Wobei, ich glaube, da haben wir auch noch die Holzscheite aus anderem Material, oder nicht? Ach nee, die Mod haben wir rausgenommen. Stimmt, da war ja was. Ja, wir haben irgendeine Mod rausgenommen, weil wir gedacht haben, die macht Probleme. Stapelbare Bretter gibt es auch noch. Stimmt. Dabei war es ein ganz anderer Mod, der Probleme gemacht hat. ja. Das Problem war bei den Kiefern, ne? Da immer wenn man die Kiefern generiert, war, glaube ich, dann Potzoll im Boden. Genau, da ist Potzoll. Nee, nicht Potzoll, das war grobe Erde und Wurzelerde. Oh, das ist doch gut. Die kann man da eh brauchen für unseren Friedhof. Kann sein, dass du trotzdem Potzoll dabei gewesen ist. Ich weiß es gerade nicht genau. Das ist nicht gut, so schlimm. Ich gehe wohin, wo Potzoll schon wächst. Ich will schon wieder wohin gehen. Jo. Die brauchen unbedingt ein Dixie-Klo hier, du. Grobe Erde, Wurzelerde, richtig. Aha. Ich bin schlau. Ja, yeah. Manchmal. Okay. Da geht auch nicht fällen über den einen Mod, ne? Nee, leider nicht. Entscheidig, du. Hätte ich so ein Blödchen wieder ruhig, du. Mensch, jetzt muss ich das auch noch... Ja, vielleicht nach den 5, nach den 60 Updates. Oh, falsch umgebaut. Oh, ich bin auch nicht schuld.
einmal Profis arbeiten hier. Ja, genau. Lieber noch nicht. Hm. Ach, das ist ein Brett, der keine Stämme gibt. Oh. Oh Mann. Und frage mich jetzt nicht, ob ich dumm bin oder so. Ach nein, der ist ja auch nicht gedespawnt. Was? Der ist nicht gedespawnt? Der ist ja nicht gedespawnt, der Baum. Die Blätter. Verwahr was, deswegen habe ich da nicht mehr weitergemacht, weil der. Der Fast Leaf Decay bei dem Baum noch nicht greift. Ja, das stimmt. Yay, Freude. Juhu, yay, yippie, yay. Feuerholz ist der Scheiß, okay. Oh Mann. Oh je. Yeah. Feuer, Feuer. Das stimmt, das könnte ich eigentlich auch machen. Ich könnte den Baum eigentlich anzünden. Aber ich will ja die Setzlinge haben, ne? Wie viel hat dein Baum anzünden, du? Wie viel, ja genau, Chocobo, was hast du dazu? Könnt ihr eigentlich einfach mit dem Besen hochfliegen? Und dann das Ding abfackeln, genau. Nee, mit der Hacke. Aber eine Hacke, die ich kacke. Ja, klar, kannst du machen, das geht relativ schnell damit, ja. Was wollte ich jetzt überhaupt? Feuer, ach, da in die Ecke, genau. Ja.